In diesem Video reden wir über 5 Apps, die mein und vielleicht auch euer Leben einfacher machen können. Die Liste hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht ist für euch der ein oder andere Tipp dabei. Mein stetiger Begleiter sind Ticket-Apps für den öffentlichen Nahverkehr. Damit meine ich zum Beispiel die App der Deutschen Bahn, die mittlerweile viele regionale Angebote drin hat, oder auch halt die lokalen Angebote, bei mir ist es die BVG. Diese Ticket-Apps haben mehrere Vorteile. Zum einen habe ich den kompletten Fahrplan da drin, ich kann mich über die Ortungsfunktion orten lassen und kann mir auch die nächsten Haltestellen in der Umgebung anzeigen und die dazugehörigen Abfahrten oder ja Linienpläne. Ich kann mir Verspätungen direkt live anzeigen lassen. Und was besonders schön ist bei dem komplizierten deutschen Ticketsystem, wenn ich mir eine Verbindung raussuche, bekomme ich zur Auswahl alle gültigen Tickets für diese Strecke. Zusätzlich gefällt mir natürlich noch, dass ich nicht Schlange vor dem Automat oder vor dem Fahrkartenschalter stehen muss. Auf dem zweiten Platz bei mir ist die App A-Kalender Plus mit DevTroid oder wie es jetzt mittlerweile heißt, DevX hoch 5 oder wie immer man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das eine Synchronisationssoftware, die sowohl eure Kontakte, euren Kalender und eure Aufgaben synchronisieren kann. Ich muss mir also keine Termine mehr merken und kann sie mit anderen teilen bzw. andere zu Terminen einladen. Ich kann auch einen gemeinsamen Kalender führen, zum Beispiel mit meinem Partner oder meiner Partnerin, die dann auch sieht, wann ich zum Beispiel nicht zu Hause bin oder sowas. Ich gehöre zu der Kategorie Männer, die sich absolut nichts merken können und von daher brauche ich auf jeden Fall so einen Kalender, eine Kalender-App, die mich an bestimmte Dinge einfach erinnert. Man kann ja auch Erinnerungen einstellen, das ist also alles sehr flexibel zu handhaben. Trägt man auch gleich den Ort des Geschehens ein, kann man direkt aus der Kalender-App auch die Maps-App, also die Navigation, starten an den Ort, wo ja das Event oder was auch immer stattfindet. Auf Platz 3 habe ich die App Foldersync. Das ist eine der wenigen Apps, die auf Android automatisiert auf ein Netzwerklaufwerk Daten sichern kann. Sind wir mal ehrlich, was haben wir auf dem Smartphone für wichtige Daten? Meistens werden es wohl die Bilder sein. Von den meisten Apps wird ja sowieso synchronisiert und ich kann mich einfach auf einem neuen Gerät anmelden und habe meine Daten wieder zurück. Aber ich möchte zum Beispiel meine Bilder nicht in die Google Cloud laden und da fand ich das ein ganz nettes Feature. Und ich habe zum Beispiel auch meinen Passwortmanager, der synchronisiert dann auch immer die aktuelle Datenbank hin und her. Also mit Foldersync kann ich eine Backup von wichtigen Daten machen über das WLAN und bei mir läuft das aufs NAS. Das könnt ihr aber zu Hause zum Beispiel ganz einfach auch auf die Fritzbox machen. Da kann man einen USB-Stick anschließen, ja, oder halt den internen Speicher der Fritzbox nutzen, um dieses kleine Backup zu machen. Auf dem vierten Platz habe ich die App AnyList. Das ist eine datenschutzfreundliche Notizen-App. Also ob die so richtig datenschutzfreundlich ist, habe ich jetzt nicht untersucht. Die ist aber zumindest datenschutzfreundlicher als die üblichen Google-Apps, die schon vorinstalliert sind. Für die App muss man auch zahlen, wenn man die Premium-Version haben will. Dementsprechend zahlt man da vielleicht ein bisschen weniger mit den eigenen Daten und bekommt dann auch einen guten Mehrwert dafür. Dazu habe ich auch ein extra Video, könnt ihr mal in die Infokarte schauen. Die hilft mir bei der Wochenplanerstellung, da kann ich also für eine Woche oder noch länger mein Essen planen und die App schmeißt mir dann die ganzen Zutaten auch gleich auf die Einkaufsliste. Unabhängig von der Essensplanung kann ich die App aber auch als ganz normale Notizen-App benutzen. So, auf Platz 5 haben wir die KeePass-App. Da meine ich jetzt gar nicht so eine spezielle, es gibt für KeePass verschiedene Apps, also KeePass ist halt ein definiertes Datenbankformat und kann von verschiedenen Apps geöffnet werden. Hauptsächlich benutze ich meinen Passwortmanager, also KeePass, am PC und synchronisiere dann die Änderungen auf mein Handy. Da haben wir wieder Foldersync im Spiel. Für mich ist das einfach praktisch, denn mit meinem Passwortmanager habe ich alle Passwörter und Zugangsdaten gut geschützt in der Hosentasche und selbst wenn mein Handy mal geklaut wird, ist das alles verschlüsselt und ich muss mir da keine Sorgen machen. KeePass kann ja nicht nur Passwörter speichern, man kann auch alles Mögliche, was man halt schnell mal zur Hand haben muss, aber sich nicht so gut merken kann. Irgendwelche Nummern, Zahlen, Kundennummern oder so kann man alles da reinspeichern und kann das halt dann in der Hosentasche wieder abrufen. Das waren jetzt so meine 5 Helferlein im Alltag. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Kommentare nutzt und mal ein paar Tipps weitergebt, was ihr so für Helferlein im Alltag habt, die euch viel Zeit ersparen.